Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft mit eurer Nizi. Oh, es wird grad hell. Eigentlich wollte ich noch schlafen gehen. Aber okay. Ja, der eine oder andere wird es schon erkannt haben. Ich habe hier ein bisschen anderes Texture Pack drin. Und zwar ist das Woolion 3D. Das habe ich mir mal runtergeladen. Fand das eigentlich ganz witzig, teilweise mit den Fackeln, wenn man die nämlich auf den Boden stellt. Dann gibt es eine Laterne und an der Wand gibt es dann halt eine Fackel. Das fand ich schon mal ganz witzig. Allerdings muss ich sagen, das eine oder andere gefällt mir nicht ganz so gut. Ich kann euch das ja mal so ein bisschen zeigen. Diese Laterne in der Hand stört mich auch so ein bisschen. Ja, die Steine sehen anders aus. Da gehen wir am besten mal nach draußen. Die Tür gefällt mir zum Beispiel super gut. Die ist ganz toll gelungen. Ja, und wie gesagt, die Steine sind anders von dem Haus. Ja, die Ranken sind, glaube ich, gleich geblieben. Die Bäume sind komplett anders. Da weiß ich auch noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Ne, könnt ihr hier sehen, das Laub ist also komplett anders. Ja, weiß ich noch nicht. Und die Zäune sind auch anders. Die sind auch unterschiedlich, könnt ihr hier schon sehen. Die haben so eine Struktur drin. Ich habe, glaube ich, gar keine anderen Zäune, dass man das jetzt mal vergleichen könnte. Aber ich denke, ihr werdet das noch feststellen im Laufe der Zeit. Ja, was ich eigentlich machen wollte, ich wollte eigentlich mal wieder in eine Höhle gehen, weil ich habe ja gesagt, ich habe eigentlich erstmal genug gebaut fürs Erste. Das Nötigste haben wir ja hier schon so weit hingestellt. Kücheneinrichtungen und so, das machen wir noch. Ich denke, ich werde mir nochmal die eine oder andere Spitzhacke craften. Das habe ich aber oben, das Zeug. Ja, ach, Kohle brauche ich nicht mitnehmen. Die bekomme ich da sicherlich auch. So. Die Werkzeuge finde ich auch nicht so wirklich schön. Also jedenfalls, wenn man die in der Hand hält. Ja, es sieht ein bisschen blöd aus, finde ich. Aber okay. Nehmen wir das jetzt erstmal so hin. Gut, dann mache ich mich aber auf den Weg und zwar wo gehe ich denn jetzt hin? In die Höhle zu unserem Wasserfall. Da will ich mal reingucken, was da so los ist. Das sah eigentlich ganz gut aus. Dann sehen wir auch mal was anderes. Das Schwarzeichenholz ist auch viel heller jetzt, ne? Oder war das Eichenholz? Das war Eichenholz, glaube ich. Ja. Sieht auch ein bisschen anders aus. Ja, das Laub erschien mir vorher in dem Texture Pack viel realistischer. Das trifft jetzt nicht mehr ganz so zu. Aber wie gesagt, ich werde erstmal ein bisschen damit spielen und mal gucken, wie sich das noch so entwickelt. Und hier könnt ihr auch schon sehen, das sieht auch alles ein bisschen anders aus. Aber das werden wir bestimmt gleich gut feststellen können, wenn wir jetzt die Höhle erkunden. Diese Kuh. Das ist natürlich... Rennt man hier gegen die Fackeln gegen? Naja. Oh, da war irgendwie eine Spinne, glaube ich. Ist schon immer ein ziemlich weiter Weg, aber ich glaube, wir werden auch dann mal kurz ein paar Tage in unserem Gasthaus bleiben. Wie gesagt, die Höhle noch ein bisschen erforschen, ein bisschen rumknüppeln da. Da habe ich mal wieder Lust zu. Und vielleicht noch mal so ein bisschen Ressourcen sammeln. Ich hätte gerne noch ein bisschen Clay und ja, mal gucken, vielleicht finden wir noch ein paar Schleime. Ja, mal sehen, da wird es schon das eine oder andere geben, denke ich. Da ist, glaube ich, schon Clay gewesen, aber den lasse ich da.
Wir gehen ja jetzt ins Sumpfgebiet und da wird es ja noch genug anderes geben. Da können wir noch ein bisschen abfarmen, denke ich. Dann werden wir höchstwahrscheinlich noch ein bisschen an unserem Haus basteln, also an dem, nicht an dem Gasthaus, das bleibt erstmal so. Da lege ich jetzt noch keinen großen Wert drauf, aber das andere Haus, da werden wir ein bisschen, ja, noch ausbauen dann, denke ich, wenn wir aus der Höhle wieder draußen sind. Ich glaube, das war hier irgendwo. Genau, da unten ist es schon. Da könnte ich vielleicht von hier irgendwo, habe ich eine Schaufel mit? Nee, ne? Doch. Sehr gut. Ach, mein Fisch habe ich auch mitgenommen. Wir haben ja letzte Mal, beziehungsweise ich habe das letzte Mal geangelt. Zum ersten Mal, ja, und da haben wir ja einen Fisch bekommen. Hier ist schon jede Menge Kohle, das finde ich ganz gut. Aber irgendwie, wo sind die Monster? Keine Monster da, das ist ja lustig. Okay, dann halt nicht. Die Spitzhacke wollte ich. Ja, die Werkzeuge finde ich jetzt nicht so toll. Aber was soll man machen? Ich habe auch versucht, die auszutauschen. Von dem alten Pack die Werkzeuge ins neue Pack zu laden, aber irgendwie wollte er das nicht machen. Ich weiß nicht genau warum, auf jeden Fall wollte er das nicht. Fand ich ein bisschen schade, weil dann hätte ich die nämlich ausgetauscht und ja. Aber okay, soll nicht sein, dann eben nicht. Ja, Kohle gibt es hier jede Menge. Ich gehe auch gleich nochmal in den anderen Teil der Höhle und hoffe, dass da ein bisschen mehr los ist. Ist ja nicht gerade viel. So, und ich werde auch alles mitnehmen, damit nicht hier wieder gemeckert wird, dass ich immer die Hälfte hier stehen und liegen lasse. Aber allerdings muss ich gestehen, mich stört es ja dann auch wieder so ein bisschen, wenn ich 1 Million Kisten stehen habe. Ging das hier nicht irgendwo? Okay. Wenn wir hier mal ein bisschen runterbuddeln. Ich hoffe, ich komme jetzt an der richtigen Stelle raus. Ja, dann müsste ich mir wieder ein Lager bauen. Mir wurde ja vorgeschlagen, dass ich einen Keller bauen soll als nächstes, aber ich habe erstmal die Schnauze voll von Bauen. Ich muss jetzt hier erstmal ein bisschen was anderes machen wieder. Ihr kennt mich ja. Ich brauche immer mal wieder ein bisschen Abwechslung. Ist ganz witzig, wenn man die Lampen hier so hinstellen kann. Was ist denn da? Ach so, auch Kohle. Ja, irgendwie bis jetzt ist hier nicht viel. Ich hatte aber, als ich, wie gesagt, als ich den Wasserfall da ausgebaut hatte, hier Monster drin gehört. An sind die Monster, das weiß ich. Ich habe nämlich vorher nachgeguckt. Von daher, vor allen Dingen vor unserem Haus stand ja vorhin auch ein Skelett. Also aufgrund dessen, was ist das? Was ist denn das? Eisenerz, okay. Ja, da muss ich mich auf jeden Fall noch dran gewöhnen. Und wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob ich das Texture Pack so drin lasse oder ob ich das alte wieder benutze. Vielleicht haue ich mir auch mal wieder ein ganz anderes rein. Ich weiß es noch nicht. Ist ja immer so eine Sache bei mir. Ich brauche ja immer mal wieder ein bisschen Abwechslung. Allerdings, wie gesagt, habe ich bis jetzt noch kein vernünftiges Texture Pack gefunden. Hab aber vorhin gesehen, dass das John Smith Texture Pack ja praktisch erneuert wurde. Also man konnte sich das wieder
runterladen, also eine neue Version praktisch. Ich weiß nicht, ich würde mich ja gern hier nochmal ein bisschen runterbuddeln, weil ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das jetzt alles gewesen sein soll. Auf jeden Fall kommt da schon wieder Kohle. Das ärgert mich ein bisschen, das sah so vielversprechend hier aus. Und ich meine, bei uns beim Haus, die Höhle, die war ja jetzt auch nicht so besonders doll. Allerdings war ich da auch schon lange nicht mehr drin. Aber ich glaube, die fand ich auch nicht so prima. Ja, ich glaube, ich bin auch so ein bisschen verwöhnt von meiner alten Welt, in der ich gespielt habe. Da gab es ja alles. Da hatten wir ja praktisch ein Enderportal. Wir hatten Spawner. Wir hatten... was hatten wir da noch alles? Ja, wir hatten Unterwassertempel. Und irgendwie hänge ich wie Sau. Oh, meine Herren. Was ist das bitte schön? Ja. Ich lade nichts und gar nichts. Und trotzdem habe ich so eine... Hänger. Das gibt's doch nicht. So, jetzt ist besser. Ich höre auch keine Monstergeräusche. Es ist wie verhext. So, wir sind auf Ebene 45. Okay. Ja, das ist echt schade. Gut. Außer Kohle und ein bisschen Eisen ist bis jetzt nichts gewesen. Oh, ich hatte so einen Bock auf Monsterjagd. Ich dachte, ich hätte was gehört. Nein, leider nicht. Ja, schlau. Hau mal die Laterne ab. Also dahin. Oh, nur Kohle hier. Was soll ich denn damit? Will ich nicht haben. Schon gar nicht auf meiner Treppe. Nee, also hier scheint wirklich nichts zu sein. Das ist... Ärgerlich, ärgerlich. Oh, Sand ist gut. Das baut sich wenigstens schnell ab. Hier kommt wirklich nichts. Och Leute, das ärgert mich. Wollte ich hier so schön mit euch rumkämpfen und machen und... Tja. Was machen wir denn jetzt? Rausgehen? Ja, ich glaube, ich gehe hier wieder raus. Das bringt hier nichts. Denke, ich sollte mir dann vielleicht wirklich einen Höhleneingang suchen. Aber ich meine, hier beim Gasthaus in der Nähe gab es auch nichts Gescheites. Aber ich gucke da nochmal so ein bisschen. So, jetzt meine Treppe im Eimer. Wie immer. Muss ich mal gucken, ob es Nacht ist draußen, höchstwahrscheinlich. Ist auch Mist hier. Das ärgert mich. Dann esse ich noch mal schnell was.
Und dann ab ins Gasthaus. Tja. Wird ja hier vielleicht ganz gerne noch ein bisschen rumsuchen, aber ich denke, das bringt nicht gerade sehr viel. Da gehen wir hier mal ein paar Monster jagen. Da steht schon eins rum. Komm her, du Kleiner. Noch irgendwo. Letztes Mal hatten wir hier auch nicht so viele Monster. Da bin ich, glaube ich, auch draußen rumgerannt und da haben wir, glaube ich, bloß ein Monster oder so entdeckt. Also viel war hier irgendwie nicht. Das ist schade. Das ist echt... Also der Lavafall da hinten gefällt mir echt gut. Ja, echt kaum Monster hier. Das wundert mich. Das ist echt, das kenne ich gar nicht so. Okay, ich gehe jetzt schlafen. Wenn die nicht wollen, gehe ich schlafen. Gute Nacht. So, und dann machen wir uns jetzt nämlich auf den Weg irgendwie gucken, ob wir eine Höhle finden. Eine vernünftige. Da war auch nichts. Da war ich schon mal. Da kommt schon ein brennendes Skelett an. Okay. Erledigt. Ja. Was ist denn da? Ach, das sah so aus, als wenn hier irgendwie was wäre, aber ist nicht. Okay, dann halt nicht. Vielleicht gibt es in dieser Welt gar keine Höhlen. Das wäre blöd. Ich guck mal da hinten an dem Berg. Da könnte ja eigentlich was sein. Da war ich doch schon mal. Ach Menscho. Ja, die Folge werde ich dann benennen, langweiliges Rumgerenne. Weiß jetzt auch gar nicht, wie das Clay aussieht, ob das das hier ist. Jo. Upp, einmal abgesoffen. Auf jeden Fall haben wir hier Kühe, aber davon haben wir ja eh schon genug. Ach Leute. Das finde ich doof. Was waren da? Ach so. Das ist Sand. Der hat so kleine Steinchen drin. Das finde ich eigentlich auch gar nicht so doof. Haben wir ja noch ein bisschen was zu entdecken mit unserem neuen Pack. Ist es wenigstens nicht ganz so langweilig. Also die Strukturen von den Baumstämmen sind noch die gleichen. Ja, es ist eigentlich viel gleich geblieben. Also ich will jetzt hier auch nicht so weit rennen, weil verlaufe ich mich wieder. Da oben ist doch irgendwas, ne? Oder ist das nur ein Schatten? Da gehe ich gleich mal hin. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Da gucken wir mal rein. Mal sehen, ob wir da was finden. Vielleicht haben wir Glück. Hallo? Jemand zu Hause? Huhu. Oh, ups. Tatsächlich jemand zu Hause. Wow. Haben wir ja Glück gehabt. Jetzt müssen wir nur noch Glück haben. Dass die Höhle weitergeht. Aber geht sie nicht. Sollen wir wieder buddeln oder nicht?
Wir sind hier so hoch. Ich glaube, da buddeln wir uns dann dumm und dusselig. Nee, das bringt nichts, das mache ich nicht. Da suche ich lieber irgendwie noch einen Eingang, weil ich buddel hier nachher rum und das bringt sowieso nichts. Nee, das machen wir nicht. ...5000 Stack Kohle. Okay. Oh, da ist ja noch mehr. Die lasse ich jetzt... Nee, die nehme ich auch. Aber die lasse ich da. Habe ich jetzt keine Lust zu. Oh, das ärgert mich. Sonst war hier, glaube ich, kein Eingang. Ich war da oben, da hatte ich ja auch schon Kohle gefunden. Jede Menge, aber... Genau, und den Schnee haben wir gefunden. Und das Wasser mit dem Eis drauf. Aber keine Höhle. Gut, liebe Leute, ich mache dann aber hier oben einfach mal Feierabend. Ich schaue mich noch mal ein bisschen um gleich. Und ja, sag erstmal bye-bye, auch wenn es leider nicht viel gebracht hat heute in dem kleinen Filmchen von mir. Hätte euch gerne ein bisschen mehr gezeigt, aber nächstes Mal vielleicht. Bis denn, ciao, ciao.